Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, ich habe mir das nächste Buch ausgesucht und es hat einen komischen Namen. Die Arcturische Heresie. Arcturische Heresie, zwei Wörter, die nicht in meinem Wortschatz sind. Heresie, sagt mir gerade irgendwie noch gar nichts. Die Arcturische Heresie von Ysmir Königsmacher. Alles klar, dem Unterkönig. Nachdem sein Gott zerstört worden ist, fällt es Wulfhard, alles klar, schwer, seine Gestalt beizubehalten. Er stolpert aus dem Roten Berg hinaus auf das Schlachtfeld. Die Welt wurde erschüttert, ganz Morrowind besteht aus Feuer. Eine starke Böe weht seine Asche zurück nach Himmelsrand. Wulfhard nimmt Zordan die Nord an und wird von diesen angenommen. Als Ysmir der graue Wind, Sturm von Kain. Doch durch Lorkhan hat er seine nationale Identität verloren. Er braucht die Nord lediglich, um das Tribunal zu töten. Er entfesselte einen Sturm, sendete sein Volk aus und wird von den Truppen des Tribunals zurückgeschlagen. Die Dunmer sind jetzt zu stark. Wulfhard verbirgt sich im Untergrund, um zu warten, neue Kraft zu sammeln und seinen Körper neu zu formen. Eigentümlicherweise ist es Almalexia, die seine Ruhe stört. Sie ruft ihn, den Unterkönig, herbei, um an der Seite des Tribunals gegen Adam, Zoom, Dir, Kamal zu kämpfen, den Akaviri-Dämon. Wulfhard verschwindet nach dem Sieg über Adasom und kehrt 300 Jahre lang nicht zurück. Es ist das Grollen der Graubärte, das ihn weckte. Obwohl das Kaiserreich zerfallen ist, erzählt man sich, dass ein Außerwelter kommen werde, um es wieder aufstehen zu lassen. Dieser neue Kaiser werde die Elfen bezwingen und über ein vereinigtes Tamriel herrschen. Natürlich glaubt Wulfhard, er sei diese Lichtgestalt der Prophezeiung. Er begibt sich sogleich nach Hochrodgar, um die Graubärte anzuhören. Als sie zu sprechen begannen, zerfällt Ysmir jedoch wieder zu Asche. Nicht er ist der Auserwählte, sondern ein junger Krieger aus Hochfels. Als der graue Wind loszieht, um den Jungen zu suchen, hört er die Warnung der Graubärte. Denkt an die Farbe des Verrats, König Wulfhard. Das westliche Reach befand sich im Krieg. Kolet Shain, der König von Falkenring in West-Cyrodiil, steckte in einer schwierigen Lage. Wenn er überhaupt eine Chance haben wollte, die kolovianischen Güter zu vereinigen, musste er seine nördlichen Grenzen absichern, an der die Nord und die Bürger von Reach einander seit Jahrhunderten bekämpften. Er verbündete sich in der Schlacht von Alt-Roldan mit Himmelsrand und seine Streitkräfte werden von Khajiit Frühbart angeführt. Ach, Hjalti Frühbart, Entschuldigung, ich habe Khajiit gelesen. Hjalti stammte aus dem Inselkönigreich Al-Kher in Hochfels. Später würde er zu Tibar Septim werden, dem ersten Kaiser von Tamriel. Hjalti war ein gewiefter Taktiker. Seine kleine Schar aus kolovianischen Soldaten und Nordberserkern durchbrach die Linien der Bürger von Reach, trieb sie hinter die Tore von Alt-Roldan zurück. Eine Belagerung schien unmöglich, da Hjalti nicht mit Verstärkung aus Falkenring rechnen konnte. In jener Nacht zog ein Sturm über Hjaltis Lager auf. Der Sturm drang in sein Zelt ein und sprach mit ihm. Bei Tagesanbruch marschierte Hjalti dann vor die Tore, begleitet von dem Sturm, der dicht über seinen Haupte wehte. Pfeile konnten die Winde, die ihn umgaben, nicht durchdringen. Er brüllte die Welle von Alt-Roldan nieder und seine Männer strömten hinein. Nach ihrem Sieg wurde Hjalti von den Nordtalos genannt oder auch Sturmkrone. Mit Hilfe seines neuen unbesiegbaren Generals vereinigte Gul-Lid-Shain West-Cyrodiil in weniger als einem Jahr. Niemand kann Hjaltis Stürmen trotzen. Doch der Unterkönig weiß, wenn Hjalti ein Kaiser von Tamriel werden will, muss er zuerst das östliche Landesinnere erobern. Hjalti nutzte sie beide aus. Er braucht Gul-Lid-Shain in den kolovianischen Besitzungen, wo man Fremdlinge nicht traut. Es ist offensichtlich, weshalb er Ysmir benötigt. Sie marschieren ostwärts. Die Kampfmagier ergeben sich ihren Armeen und sie nehmen die Zitadelle ein. Ehe Gul-Lid-Shain gekrönt werden kann, ermordet Hjalti ihn und seine loyalen Anhänger. Die Schuld für diese Morde gibt man den Feinden von Gul-Lid-Shain, die aus politischen Gründen immer noch im westlichen Reach vermutet werden. Zurin Arctus, der kaiserliche Kampfmagier, nicht der Unterkönig, krönt Hjalti dann zu Tibar Septim, dem neuen Kaiser von ganz Cyrodiil. Als er den kaiserlichen Thron erklommen hat, stellt Tibar Septim fest, dass die Verwaltung eines vereinigten Cyrodiils sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Er schickt den Unterkönig, auf dass dieser sich um die Ausweitung des Kaiserreiches auf Himmelsrand und Hochfels kümmern möge. Ysmir möchte vermeiden, dass es so aussieht, als sei Tibar Septim an zwei Orten gleichzeitig und zieht deshalb seine Fäden im Hintergrund. Diese Epoche der nüchternen Staatsmannschaft und Diplomatie, diese plötzliche Stille, die man so aus den wilden Erzählungen der Taloschen Eroberungen nicht kennt, werden später vertuscht.
Die Geschichte von der Ermordung wurde etwas zu ausgeschmückt. Heutzutage ist es oft Talos eigener Hals, der aufgeschlitzt wurde. Die Königreiche der Menschen fallen selbst Hammerfall, dessen Eroberung als schwierige Aufgabe gegolten hatte. Der Unterkönig hätte gerne eine vollständige Invasion, um die Chance zu erhalten, selbst gegen die fremden Windgeister zu kämpfen, doch Tiber Septim lehnt dies ab. Er hat bereits andere Pläne, die seine Herrschaft legitimieren sollen. Cyrodiil unterstützte die unterlegenen Partei eines Bürgerkriegs und wird ins Kaiserreich eingeladen. Endlich kann es sich nun mit den Elfen befassen. Der Unterkönig versucht Tiber Septim weiterhin von der Notwendigkeit zu überzeugen, Morrowind zu erobern. Der Kaiser ist sich nicht sicher, ob das klug wäre. Er hat von der Macht des Tribunals gehört. Der Unterkönig strebt nach Rache und erinnert Tiber Septim daran, dass es sein Schicksal sei, die Elfen zu bezwingen. Und auch das Tribunal. Arctus rennt davon ab, doch Septim hat es auf das Ebenerz in Morrowind abgesehen, da er dringend eine Geldquelle braucht, um Cyrodiil noch 400 Jahre Krieg wieder aufzubauen. Nach 400 Jahre Krieg, Entschuldigung. Der Unterkönig erzählt ihm, dass er, wenn das Tribunal erst vernichtet sei, die Macht des Tribunals stehlen und gegen die Hochelfen einsetzen könne. Gewiss, die ältesten Feinde von Lorcan, älter noch als das Tribunal. Die Somerset-Inseln haben für Tiber Septim ganz gewiss keine Priorität. Zu diesem Zeitpunkt plant er vielmehr, zu Arctus, zum König von Alinor zu schicken, um Frieden zu schließen. Doch die Gier nach Ebenerz gewinnt am Ende die Oberhand. Das Kaiserreich fällt in Morrowind ein und das Tribunal gibt auf. Da der Waffenstillstandsvertrag jedoch nicht nur eine Nicht-Einmischungsklausel in Belang des Tribunals enthält, sondern in den Augen des Unterkönigs auch eine Anmerkung ihres religiösen Überzeugung darstellt, ist Ysmir außer sich vor Wut. Er wendet sich komplett vom Kaiserreich ab. Dies war der Verrat, von dem die Graubärte gesprochen hatten. Zumindest denkt er das. Ohne die Macht des Unterkönigs gibt er sich nicht mehr der Illusion hin, Tamriel erobern zu können. Es wäre schön gewesen, denkt sich Septim, aber kümmern wir uns fürs Erste um Cyrodiil und die menschlichen Nationen. In Hammerfell ist bereits eine Rebellion ausgebrochen. Doch es tauchen immer mehr Numidium-Stücke auf. Tiber Septim, auf dem die Zwerge eine große Faszination ausüben, lässt Zurin Arctus diese prächtige Artefakt untersuchen. Dabei stößt Arctus auf einige der Erzählungen über den Krieg am Roten Berg. Er findet heraus, weshalb das Numidium geschaffen wurde und beginnt zu ahnen, welche Macht ihm innewohnt. Vor allem aber erfährt er, welche Rolle der Unterkönig in diesem Krieg gespielt hatte. Doch Zurin Arctus kann sich bei seinen Studien nur auf unvollständige Pläne stützen. Er glaubt, das Herz von Lorcan sei erforderlich, um das Numidium zu aktivieren. Während Zurin Arctus ihm von seiner Entdeckung vorschwärmt, wird Tiber Septim endlich klar, was die Prophezeiung bedeutet. Er braucht diesen Numidium, um die Welt zu erobern. Es ist sein Schicksal, es zu besitzen. Er kontaktiert den Unterkönig und sagt ihm, er habe die ganze Zeit recht gehabt. Sie sollten das Tribunal vernichten. Man müsse sich nun treffen und einen Plan ausarbeiten. Als der Unterkönig fort war, habe er die wahre Gefahr erkannt, die von Dagoth Ur ausgeht. Es müsse etwas getan werden, doch dafür bräuchte er eine Armee und seine alte stehe nun wieder zur Verfügung. Die Falle ist gestellt. Der Unterkönig trifft ein und gerät in einen Hinterhalt der kaiserlichen Leibgarde. Als er gegen sie kämpft, setzt Zurin Arctus einen Seelenstein gegen ihn ein. Mit seinem letzten Atemzug brüllt das Herz des Unterkönigs ein Loch durch die Brust des Kampfmagiers. Am Ende sind sie alle tot. Der Unterkönig ist wieder zu Asche geworden und Tiber Septim spazierte herein, um den Seelenstein an sich zu nehmen. Als der Ältestenrat eintrifft, erzählt er von seinem zweiten Attentat auf ihn. Diesmal sei es von seinem getreuten Kampfmagier Zurin Arctus verübt worden, der einen Coup plante. Er lässt die toten Gardisten als Helden feiern, selbst den, der zu Asche zerfallen ist. Er warnt Cyrodiil vor der Gefahr von innen, fügt jedoch hinzu, dass er eine Lösung für die Gefahr von außen habe, das Mantella. Das Numidium ist zwar nicht der Gott von Tiber Septim und die Dwemer sich erhofft, den Tiber Septim und die Dwemer sich erhofft hatten. Boah. Der Unterkönig ist schließlich nicht Lorcan, doch es erfüllt seine Aufgabe. Nachdem es mit den Somerset-Inseln fertig ist, erschien eine neue Gefahr. Ein verfaulender, untoter Zauberer, der über die Kräfte des Himmels befiehlt. Er bläst das Numidium auseinander, doch mit seinen letzten Zuckungen stampft es ihn in den Boden, sodass es nur noch ein schwarzer Fleck übrig bleibt. Das Mantella fällt ins Meer und ist scheinbar für immer verloren. In der Zwischenzeit krönt Tiber Septim sich selbst zum ersten Kaiser von Tamriel. Er lebt bis ins hohe Alter von 108 Jahren und wird zum reichsten Mann, den es je gegeben hat. Die Geschichte der frühen Jahre seiner Herrschaft wird umgeschrieben. Dennoch gibt es unterschiedliche Auffassungen darüber, was wirklich geschehen ist, und deshalb werden gewisse Fragen auch so kontrovers diskutiert, darunter, wieso behauptet Alcaer von sich,
der Geburtsort von Talos zu sein, wo er jedoch andere Quellen zufolge aus Atmora stammt. Wieso scheint Tiber Septim nach seinen ersten Eroberungsfeldzügen ein anderer geworden zu sein? Wieso verrät Tiber Septim seinen Kampfmagier? Ist das Mantella das Herz des Kampfmagiers oder ist es das Herz von Tiber Septim? Nach Tiber Septims Tod besteigt sein Enkelsohn Pelagius der Erste den Thron. Doch Pelagius ist einfach nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt. Ehrlich gesagt machen ihn diese ganzen Provinzen etwas nervös. Dann taucht ein Berater auf. »Ich war ein Freund eures Großvaters«, sagte der Unterkönig. »Er schickt mich, um euch zu helfen, das Kaiserreich zu regieren.« »Ach, das war's! Ach so, und so ist der Unterkönig also an die Macht gekommen.« »Ah.« »Weil, ja, ne.« »Ich muss ja ganz ehrlich zugeben, ich habe nicht wirklich viel von der Geschichte verstanden, weil es war einfach viel zu kompliziert geschrieben, aber...« Ich denke, ich weiß so ungefähr, wo die hinaus wollen, ja. Also, so blöd bin ich nicht. Aber gut, ich habe gerade gedacht, es geht weiter, aber nein, das war die letzte Seite. Aber gut, ja, das war dann halt. War ein längeres Buch mal wieder, ist ja auch mal ganz schön. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich sage bis dahin, tschüss.